Training im Sinne von Muskelkräftigung ist ja so relativ. Das haben wir millionenfach im Internet gelesen und auch gehört. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Wenn ich wirklich trainieren möchte, dann ist ja mein Plan, ich möchte irgendwie besser werden. Meine Muskelkraft soll sich nach oben fahren. Dafür muss ich aber erstmal wissen, wo stehe ich denn heute? Und wo könnte ich denn hin? Das Ungünstigste ist, ich mache irgendein Training, was mir im Internet empfohlen wird und ich selber war vielleicht noch gar nicht auf dem Muskelstand und dann verletze ich mich. Wiederum ist das Video zu lasch für mich persönlich. Dann habe ich damit Zeit verbracht und habe aber gar keinen Effekt ausgelöst. Also der aktuelle Stand muss eigentlich tendenziell erfasst werden und von da aus kann man dann gut überlegen, wie das Training die nächsten Wochen und Monate aussehen sollte. Wir können euch zum Beispiel oben in der Videobeschreibung ein kostenloses Beratungsgespräch anbieten. Dann können wir vielleicht mal den Status erfassen und den einen oder anderen Tipp schon an euch weitergeben. Es geht schon darum, am Ball zu bleiben. Bitte nicht mal schnell ein Video machen und dann wieder 4 Wochen nicht. Hat 0,0 Effekt. Wenn ihr euch vorstellt, eure Muskulatur geht normalerweise, wenn ihr eher nicht trainiert, 1-2% im Jahr zurück. Also von einem 40-Jährigen gesehen, wenn der dann 80 ist, ne, dann hat er um die 40% Muskelmasse verloren. Natürlich ist man dann marode. Man kriegt eine Arthrose, weil die Gelenke nicht mehr unterstützt werden. Also trainieren und jetzt kommt's. 2-mal die Woche. Absolutes Minimum. Die Tendenz geht eigentlich zu 3- oder 4-mal. Ruhig aber zwischendurch immer mal auch einen Tag Pause machen, aber dann wieder trainieren. Versucht euer Mindset umzumodeln. Versucht euch als Person mit eurer inneren Identität als Sportler bzw. Sportlerin zu sehen und nicht, oh, jetzt muss ich wieder zum Training. Dann müsst ihr euch ja jedes Mal wieder so eine Motivation irgendwo herholen. Und wenn die nicht in euch steckt, es gibt ja nicht immer Menschen von außen, die euch dann motivieren, dann wird euer Projekt nicht gelingen. Aber wenn ihr mit 80 fit sein wollt, alleine wohnen wollt und so, dann heißt es, ab jetzt, ab heute, wir starten gleich zusammen zu trainieren. Minimum 2-mal die Woche und das dann schon etwas intensiver, aber in Anlehnung an den Status, den ihr aktuell habt. Wir machen jetzt mal hier eine Abduktorenbewegung. Das ist für die Muskeln außen an der Hüfte, damit wir möglichst das Risiko, eine Hüftarthrose zu bekommen, eine Hüftgelenksarthrose, dass wir das Risiko deutlich senken. Wir heben einfach die Beine seitlich etwas an. Mehr ist das gar nicht. Aber wenn wir überlegen, haben wir es denn im Alltag drin? Wird diese Muskulatur benutzt? Dann müssen wir da ein ganz klares Nein aussprechen. Es gibt einen Moment, wenn ihr Fahrrad fahrt und ihr habt ein Stangenfahrrad, dann beim Raufgehen wird ein Bein mal gehoben. Dafür benutzt ihr diese Muskulatur. Und beim Absteigen benutzt ihr das wieder. Aber wenn wir das so analysieren, dann wie oft machen wir das denn und wie lange dauert es denn? 4-mal am Tag, 1 Sekunde. Glaubt ihr, dass das der Muskulatur reicht? Nee. Und dann kommt noch dazu, die meisten haben ja eine Schokoladenseite. Die nehmen dann immer dasselbe Bein. Das andere Bein kriegt es überhaupt nicht ab. Also auch für die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, bitte diese Übung ab und zu machen. Könnt ihr doch in der Küche eine kurze Pause machen bei dem, was ihr da gerade schnetzelt. Und dann gehen die Beine mal abwechselnd hoch. Und dann könnt ihr in der Schwebe verdoppeln, wird schon ein bisschen spannender. Wir addieren das Thema Gleichgewicht, das hat aber auch mit Muskelkraft zu tun. Wer wenig Muskeln hat, hat definitiv automatisch ein geringeres Gleichgewichtsgefühl. Und dann bleibt das Bein mal in der Luft. Jetzt ist ganz krass, Gleichgewicht, also Training im Standbein, massiv und statische Aktivierung hier im Schwebebein. Holla die Waldfee. Und dann vielleicht noch mal ein Stück höher das Bein und es wird wärmer, wärmer. An der Wärme könnt ihr wirklich immer sehen, dass die Muskeln wirklich arbeiten und dann auflösen. Hier sei aber noch mal gesagt, die Höhe ist am Anfang gar nicht so wichtig. Hauptsache, ihr probiert es mal. Ihr müsst jetzt nicht bloß, weil ich jetzt gerade hier oben mal mit dem Bein diese Höhe nehme. Nehmt eine geringe Höhe
und sprecht damit die Gelenke an und aktiviert eure Muskulatur. Wir müssen aber heute natürlich noch das andere Bein nehmen, sonst sind wir asymmetrisch trainiert. Und ich möchte gerne noch das Tüpfelchen einfach nur euch dazu sagen. In dem Moment, wo ihr das Bein oben habt, wird hier noch ein ganz großer Bereich, der bis in die Bauchmuskeln zieht, vom Rumpf trainiert und die Wirkung ist gigantisch. Da seid ihr wirklich ein Muskel, ich will jetzt nicht sagen Protz, ihr könnt es schaffen, völlig egal wie alt ihr seid, in einen muskulären Zustand zu kommen, als wärt ihr 20. Und das ist mein Plan, allen Leuten in der zweiten Lebenshälfte zu helfen, dass sie fit, fit, fit bleiben, überfit. Nicht so, naja, ich gehe ja jede Woche einmal zu meinem Gesundheitssport. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Guckt bitte der Realität ins Auge und werdet richtig aktiv. Ihr könnt gerne bei den Kommentaren auch in Interaktion mit anderen treten hier bei uns, die ähnliche Situationen haben. Oder euch auch, wie ihr in der Videobeschreibung lesen könnt oben, zum Beispiel ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir buchen. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.